Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr steht schräg, aber das stört euch nie. Heute geht es um die Nierenstreben. Wir fangen erstmal an. Nierenstreben, Tuning E90. Ist das cool? Ist das uncool? Macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Schwierig, natürlich. Es gibt dem Auto nochmal einen anderen Look, sage ich jetzt mal, diese Nierenstreben. Und farblich kann man da auch sich cool austoben. Also, ich denke mal, mit Nierenstreben macht man nichts falsch, außer man hat ein Auto mit silbernen Felgen und man versucht jetzt hier irgendwie noch eine ganz andere, obwohl es sieht auch cool aus. Wenn man jetzt hier rote Nierenstreben reinmacht, sieht halt auch cool aus. Man bringt halt noch ein farbliches Akzent mit rein. Im Endeffekt muss das jeder von euch selber wissen, ob er dann Bock drauf hat oder nie Bock drauf hat. Ich sag mal, der Vorteil ist, farblich gesehen kann man dort auch schnell mal irgendeine Folie drauf klatschen. Ist relativ schnell und einfach zu folieren. Da macht man nichts falsch. Ich würde sagen, ich zeige euch mal, wie man das montiert. Ist eigentlich ziemlich easy. Freunde, dazu Schraube auf. Numero uno ist natürlich Nieren raus. Zack. Und dann nehmt ihr von der Stoßstange, habt ihr hier diesen Torx-Halter. Fragt mich nie, was für ein Torx das ist. Ausprobieren. Zack. Das lose drehen. Nierenstrebe ist draußen. So, ihr habt jetzt hier die Nierenstrebe. Wie montiert ihr das Ganze? Ganz einfach. Hier tut die unten reinhauen. Stoßstange ein bisschen anheben, bis ihr hier mit dem Loch überein stimmt. Und dann könnt ihr hier schon die Schraube ein bisschen andrehen. Zack, zack. Und dann das Ganze hier festdrehen. Nierenstrebe tut sich dann meistens schon selber ihren Platz zu suchen, sage ich jetzt mal. Also da braucht ihr jetzt hier nicht viel machen. Ihr könnt auch nie viel machen. Genau, dann kommen hier die Gitter wieder drauf. Ist ja ziemlich easy. Also ich habe selber die Nierenstreben jetzt schon, wie lange ich die verbaut? Ein Jahr. Bestimmt schon ein Jahr verbaut und gibt keine Probleme damit. Was soll es so für Probleme geben? Lack geht nie ab oder so, solche Spielchen. Man kann es, wie gesagt, immer farblich nochmal umändern. Und ich sage euch so, wie es ist. Man kann mit den Nierenstreben eigentlich nie viel falsch machen. Sieht halt cool aus. Man sieht, okay, das Auto, das ist dann doch ein bisschen modifiziert, sage ich mal. Auch das Auto muss jetzt nicht unbedingt tiefer gelegt sein. Das ist wie bei 19 Zoll Felgen. Die sehen halt dann alleine vielleicht manchmal ein bisschen verloren aus im Rathaus. Aber hier macht man halt nichts mit falsch. Sieht halt, gibt halt dem Auto noch so einen gewissen Look. Wer das feiert, der kann sowas gerne einbauen. Ich feiere es selber auch, weil ich selber diesen blauen Aspekt halt selber halt auch auf dem Bremssätteln habe. Das ist vielleicht auch so ein kleiner Tipp von mir. Versucht die Farbe, die ihr hier fahrt, auch vielleicht in den Bremssätteln wiederzuholen, um halt in gewissen farblichen eine konstante farbliche Applikation am Auto zu haben und dass das alles so ein bisschen Sinn ergibt. Freunde, in diesem strebigen Sinne, Freunde, haut rein und bis zum nächsten Video.